Der erste Schritt ist, dass man sollte genügend Kenntnisse haben und auch also den Hang genau kennen, nicht nur den Wetter- und Lawinenbericht konsultieren, sondern eben auch vor Ort dann sich nochmal Kenntnisse über die Hang- und Schneebeschaffenheiten anschaffen. Und außerdem sollte man dann die nötige Sicherheitsausrüstung haben, also ein LVS-Gerät, das eingeschaltet sein sollte, dann Schaufel und die Sonde, eventuell auch den Rucksack mit dem Airbag. Und wichtig ist dann auch noch, dass man in den Wetterbericht von den vorherigen Tagen auch konsultiert, weil es könnten auch Windverfrachtungen sein und der Wind spielt eben auch eine sehr wichtige Rolle. Und bevor man dann von einer Piste ins freie Skigelände fährt, sollte man auch die Warnschilder Stopp Lawinengefahr beachten.